Hallo allerseits. Ich bin jetzt seit 2017, Quatsch, seit 2007 in Thailand, lebe also hier und war seitdem nicht mehr in Deutschland oder geschweige in einem anderen Land und war 1999 das erste Mal in Thailand. Aber worum geht es in diesem Video? Was mache ich in Thailand anders, was ich in Deutschland gemacht habe und was ist anders? Wie habe ich mich verändert? Ich komme mal gleich zur Sache. Ich rede nicht lange drum herum. Seitdem ich in Thailand bin, trinke ich absolut gar keinen Alkohol mehr. Früher in Deutschland habe ich zu jedem Essen, wenn ich im Restaurant gewesen bin, beim Griechen, beim Italiener, beim Jugoslawen oder sonst wo, immer Alkohol getrunken. Entweder ein Bier oder ein gespritztes und zum Schluss halt ein Grappa oder was es damals alles so gibt. Das mache ich hier gar nicht mehr. Erstens wird es einem hier auch nicht angeboten in den Restaurants. Und zweitens trinke ich keinen Alkohol mehr seit dieser Zeit. Also exakt seit 17 Jahren trinke ich nichts mehr. Warum? Erstens möchte ich Vorbild sein für meine Frau, für meine Kinder. Und zweitens habe ich keinen Bock mehr auf einen dicken Kopf oder so. Und bei dieser riesengroßen Hitze hier macht sich das auch schwer auf den Kreislauf bemerkbar. Da wir gerade beim Trinken sind. In Deutschland habe ich nie in meinem Leben kalten Kaffee getrunken. Also praktisch Kaffee, wo man Eis reinkippt. Auch kalter Kaffee. Wenn ich also morgens heißen Kaffee trinke und der eine gewisse Temperatur unterschritten hat, wenn er also nicht mehr warm oder heiß ist im Mund, trinke ich das Zeug auch nicht mehr. Das mache ich allerdings jetzt. Ich gehe öfter mal zu Starbucks oder hier zu Amazon, bestelle mir ein Kaffee-Eis. Kannte ich in Deutschland nicht, habe ich nie getrunken. Da habe ich Gänsehaut bekommen, sowas Ekelhaftes. Jetzt mache ich es. Hier in Thailand. Dann ist was ganz Witziges passiert. Statt alkoholabhängig bin ich ehrlich gesagt Pepsi-abhängig geworden. Ich trinke tatsächlich jeden Tag Minimum 1 Liter Pepsi. Koffein, nicht koffeinfrei, sondern zuckerfrei. In Deutschland habe ich dieses Zeug gehasst. Dieses ekelhafte Zuckerzeug habe ich nicht getrunken. Ich habe nur Wasser getrunken, Sprudelwasser, dieses Ding hier zum Runterdrücken, wo man Dings reinmacht hier, Leitungswasser und dann, na, sag mal, Kohlensäure reinschießt. Das habe ich nur getrunken. Kein Pepsi, keine Cola und kein anderes von dem süßen Zeug. Hier in Thailand mache ich das. Verrückt, oder? Und dann, was noch dazu gekommen ist, ich friere mir morgen nicht mehr meinen Arsch ab beim Duschen. Wie habe ich das in Deutschland gehasst? Morgens oder abends ins Badezimmer zu gehen. Am schlimmsten natürlich morgens ins Badezimmer zu gehen. Man ist gerade aus dem Bett gemütlich aufgestanden. Es ist noch so richtig schön warm. Dann geht man unter die Dusche. Und kriegt schon allein auf dem Weg in die Dusche Gänsehaut. Also das kalte Badezimmer. Ich habe das Badezimmer nie geheizt, wenn auch nur ein bisschen. Und zitternd und schlotternd dann auch aus der Dusche wieder rauskommen und sich abtrocknen. Ich habe es gehasst, auch wenn ich heiß geduscht habe. Was ich sowieso nie gemacht habe, sondern wenn nur einigermaßen warm. Das habe ich hier in Thailand seit 2007 nicht mehr gemacht. Morgens gezittert. Wenn ich aus der Dusche raus bin. Klar ist es hier mal manchmal ein bisschen kalt im Januar oder so. Aber wir haben hier noch nicht mal heißes Wasser. Das habe ich abschalten lassen, weil mir das echt zu so gefährlich ist hier. Da habe ich Handwerker hier beauftragt, die haben mir die Stromkabel gekappt in der Dusche, dass wir hier keinen Boiler haben, kein heißes Wasser. Okay, da zittert man auch mal, aber das ist nicht so extrem wie in Deutschland und ist es auch nur ein paar Tage hier in Thailand. So, das ist also ganz witzig, finde ich. Ach ja, und dann, was also ganz extrem wichtig ist für mich, ich hatte früher, seit meiner Kindheit, habe ich diese schreckliche Neurodermitis gehabt. Das bin ich nie losgeworden und ich gehöre ja schon zur älteren Generation. Und damals, in den Anfang der 60er Jahre, haben die Ärzte mich mit Teer, mit Straßenteer oder einem Misch
Wasch aus Straßenteer vollgeklatscht und eine Binde um diese offenen Stellen, damit es nicht blutet oder nässt. Das habe ich praktisch ein Leben lang mit mir rumgetragen. Bis ich dann um die Welt gereist bin und festgestellt habe, da wo ein gutes Klima ist, wie zum Beispiel in Costa Rica oder auf den Bahamas, wo ich eine Zeit lang war, aber ganz speziell hier in Thailand, bin ich das komplett losgeworden. Ich habe keine Hautkrankheit mehr, keine Neurodermitis und es liegt wirklich am Wetter und zum Teil nur am Essen, wie ich festgestellt habe. Und da bin ich wirklich absolut dankbar, dass ich das nicht mehr habe. Dann, was mir unfassbar fehlt, ist das Wandern. Spazieren gehen in der wundervollen Natur in Deutschland. Ich bin ja im Harz geboren, ich bin dort aufgewachsen, ich habe es geliebt. Dann irgendwann mal mit Anfang 20 nach Berlin, regelmäßig in den Harz gefahren oder regelmäßig raus in den Grunewald oder zum Wannsee spazieren gegangen. Ich bin hier in Thailand angekommen. Natürlich kann man am Strand spazieren gehen, das ist alles ganz gut und schön und super, aber man hat nicht Bock, jeden Tag bei 30 Grad und knallender Sonne am Strand spazieren zu gehen. Das macht keinen Spaß, auch nicht morgens um 6 oder abends um 7, wenn die Sonne weg ist. Ich bin ein Naturmensch, ich mag die Wälder, die Natur, den Duft. Wenn es geregnet hat, gerade im Herbst, das frische Laub, das habe ich jetzt gerade, wo ich dir das erzähle, habe ich den Duft von diesem Laub noch in der Nase. Das fehlt mir wirklich extrem. Und wenn ich mal irgendwann wieder nach Deutschland zurückgehen würde und wenn es nur für Urlaub ist, dann ist es das Erste, was ich mache, mehrere längere Wandertouren. Und was ich aufgegeben habe, was ich auch sehr traurig finde, ist das Joggen. Auch als ich in Berlin gewohnt habe, bin ich regelmäßig 2-mal oder sogar 4-mal die Woche joggen gegangen. Regelmäßig. In Berlin kannst du morgens um 6 oder abends um 6 irgendwo joggen gehen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Du hast immer irgendwo ein Waldgrundstück oder einen Park, wo man die Leute zum Laufen trifft und man geht joggen. Früher bin ich Marathon gelaufen, bevor ich nach Berlin gekommen bin, bevor ich nach Thailand gekommen bin. Seitdem ich hier bin, habe ich am Anfang es probiert auf dem Laufband. Aber die Leute, die wissen, wie das ist, die früher joggen waren, es kann man nicht vergleichen. Wenn man im Wald läuft oder in einem Park auf diesem wunderbaren, weichen Boden, Erde oder mal Teer, du hast keine Angst, dass dir irgendwie Hunde entgegenkommen oder dir hinterherlaufen. Gibt es in Deutschland auch, aber hier nicht so extrem wie hier in Thailand. Und du musst keine Angst haben, dass dich von hinten ein Moped anfährt oder irgendwo aus der Seitenstraße kommt. Ihr wisst, was ich meine. Also das fehlt mir, das habe ich lange nicht gemacht und Laufbahn, naja, vergessen wir es. Das macht ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß. Dann, was auch komisch ist, ich habe mich nie früher mit Dings beschäftigt, mit Religion. Seitdem ich hier in Thailand bin, habe ich mich mit dem Buddhismus beschäftigt. Ich wollte wirklich mal wissen, wie ist das hier mit diesem Buddhismus? Was ist anders? Und damit habe ich mich eine Zeit mal beschäftigt. Und wenn man meine Videos gesehen hat, dann seht ihr, dass ich mich auch sehr oft in einem Tempel aufhalte und diese Atmosphäre auch genieße. Hätte ich mir in Deutschland, ehrlich gesagt, nie träumen lassen, dass ich das machen werde. Und was auch eine schlechte Angewohnheit ist, aber ich habe mich wirklich daran gewöhnt, ich schlafe ehrlich gesagt nur noch per Aircon mit Klimaanlage. Wir haben 365 Tage lang rund um die Uhr manchmal, aber zu 100% nachts haben wir die Klimaanlage laufen. Und ich kann es mir nicht vorstellen, mal komplett eine Nacht durchzuschlafen ohne Klimaanlage. Wir hatten es schon ein paar Mal, dass mehrere Stunden nachts Stromausfall war, aber das hatten wir schon lange nicht mehr. Aber kann ich nicht mehr. Klar, müsste ich es wieder lernen, aber das habe ich in Deutschland nie gehabt. Ich habe immer das Fenster aufgehabt nachts, egal ob Sommer, Winter oder minus 10 Grad, das Fenster war nachts offen, damit ich immer schön atmen konnte. Ja, und zum Schluss, ich kann schlafen auch bei Lärm. Das ist total witzig. Ich kann fast beim schlimmsten Lärm, den man haben kann, schlafen. Ich kann auch in unbequemen Positionen schlafen.
Ich kann im Bus sitzen und kann schlafen. Ich kann auf einem Schreibtischstuhl sitzen, die Beine auf den Schreibtisch und ich kann schlafen. Das konnte ich mir in Deutschland nie vorstellen. Auch wenn es so eine halbe Stunde ist oder 20 Minuten oder eine Stunde. Das ist mir heute wieder passiert. Ich habe eine Stunde geschlafen. Ich habe auf meinem Schreibtischstuhl gesessen, habe beide Beine auf den Schreibtisch Tisch gelegt, habe den Stuhl leicht zurückgelehnt und habe praktisch eine Stunde durchgeschlafen. Also das konnte ich in Deutschland auch nicht. Wenn da Leute auf dem Balkon gesessen haben, wenn ich das Fenster nachts auf hatte, dann konnte ich nicht schlafen, wenn die gelabert haben. Hier stört mich das überhaupt nicht, wenn die Leute hier den Nachbarn nachts draußen sitzen und grillen und lachen und sich freuen. Ja, das ist also das, was mir aufgefallen ist, was ich in Deutschland nicht mehr gemacht habe oder nie gemacht habe und was ich in Deutschland oder jetzt in Thailand mache. Vielen Dank und vielleicht gibt es bei dir auch etwas, was dich verändert hat hier in Thailand, seitdem du in Thailand lebst. Ich bin gespannt. Danke für das Anhören, für das Podcast und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Tschüss.